Wir fordern mindestens 500 Euro für alle im Monat. Das in Verbindung mit einer prozentualen Forderung von 10,5%. 200 Euro für die Auszubildenden mehr, außerdem noch die Übernahme. Und das ist eine Forderung, die passt absolut in die Zeit, weil wir müssen antworten und reagieren in dieser Tarifrunde auf die stark steigenden Preise. Es geht uns darum, die Einkommen zu sichern, und zwar insbesondere von den vielen Kolleginnen und Kollegen, die dieses Land am Laufen halten und eher nur kleinere und mittlere Einkommen im öffentlichen Dienst haben.